Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Build London mit mir, dem Mirko Dumbledore. Und heute sind wir wieder unten auf der Straße. Und das nicht, weil wir ausgesetzt wurden, sondern weil wir an der Straße arbeiten. Denn wir haben jetzt erstmal das Straßenbett eingelegt. Was ist denn mit meiner Stimme jetzt los? Oh, das bricht sie genau dann ab, wenn ich aufnehme. Okay, ich mache einfach weiter. Aber heute, ist das noch eine gültige? Ja, ist noch eine gültige. Heute werden wir erstens hier eine kleine Abrundung reinbauen mit diesen Blöcken und der coolen Schüssel im Bits-Mod. Da haben wir es auch. Dann werden wir hier nämlich eine Abrundung machen und werden kleine Säulen, also diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Dinger, die halt nach oben gehen, diese Mini-Säulen, und die werden wir ebenfalls bauen. Aber zuerst schauen wir mal, was wir hier machen. Und ich habe mir halt tatsächlich bewusst... Hey, ich bin aber auch ein bisschen zurückgeblieben. So. Jetzt habe ich das schon mal hier ein bisschen eingekantet. So. Dann nehmt ihr, es gibt einen Trick, den könnt ihr euch auch abgucken. Wenn ihr nämlich nicht die ganze Zeit wechseln wollt, dann nehmt ihr einfach so einen kleinen Teil und dann könnt ihr zwei verschiedene Sachen halt auswählen insgesamt. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 4 und dann gehen wir wieder hier runter. Und jetzt könnt ihr das einfach hier wieder wegcutten. So, denn wir machen jetzt eine schöne Rundung hier rein. Das hier ist nicht wichtig, dass das hier runter geht, denn das ersetzen wir später durch diesen Stein hier. Okay, jetzt haben wir hier 4 gemacht. Dann machen wir mal jetzt hier. So, machen wir mal hier. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4. Auch 4, okay. So, zack und zack. Sieht das leicht nach einer Rundung aus? Ja, das... Ups, das wird schon. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir bei 5. Zack und zack. Und dann fangen wir hier hinten wieder an. Genau, dann starten wir nämlich hier. Dann machen wir das hier auf der Seite nämlich genauso erst. Fangen wir hier auch an. 1, 2, 3, 4. Wartet, 1, 2, 3, 4. So, und dann machen wir das alles hier weg. Darf auf jeden Fall mich nicht verbauen, weil sonst muss ich wieder von neu anfangen. Genau, und hier machen wir ebenfalls. Warte, wie viele sind hier Abstand? Okay, ich muss doch hier nochmal kurz. Warte, hier sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das heißt, hier müssen wir noch einen zurückgehen. So. Ach man, ich hasse das, wenn ich... Ich kann mir sowas halt irgendwie nicht ansehen. So Unsymmetrie halt irgendwie. Ich weiß, das ist das falsche Material, aber das ist erstmal egal, nur dass es wenigstens kein Loch da einfach ist. 1, 2, 3, 4. So, und dann machen wir hier ein Loch, ein Loch, ein Loch, ein Loch. Und ja, ich glaube, ich sollte... Okay, das war jetzt dumm. Ich hätte auch einfach jetzt den Schlüssel benutzen können. Einfach so, zack. Manchmal frage ich mich schon, was ich hier falsch mache eigentlich. Mann, so langsam traue ich. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt mache ich hier zack, 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 zack. So, jetzt passt es. Dann machen wir jetzt 2. Und dann hier hinten auch nochmal 1, 2, und dann hier einen. So. Und das ist dann die Runde. Ich finde die verdammt gut. Wie heißt diese Kacke? Ich meine, wie heißt dieser Stein nochmal? Grauer Beton, genau. Okay. Grauer Beton. So. Und jetzt machen wir Trick 17 wieder. Jetzt nehmen wir wieder eine Platte, machen hier die Platte weg und ersetzen das hier. Und das ist natürlich sowas von klar gewesen. Okay, okay, okay. Du, da müssen wir das halt einzeln... Ach, Mann. So, zack. Und dann hier hinten ebenfalls. Nee, das ist falsch. Das ist jetzt echt blöd mit diesem einem kleinen Fitzelsteinchen noch da. So. So, und jetzt machen wir hier noch, zack, weg und einmal drauf.
Und war ja klar, dass da wieder irgendwas falsch ist. Okay, dann machen wir es mir. Ich mach's mir jetzt einfacher. Ich werde jetzt einfach wechseln und das werden wir gleich einfach weghaben, nochmal mit dem Einzelnen. So. So. So langsam hinschleichen. Zack. Ey, so geht das sogar. Krass. So. Und so. Yes, jetzt haben wir es. So, und jetzt nehmen wir einfach. Das war jetzt eigentlich dumm. Ich hätte das auch lassen können. Aber ist auch egal. Wir nehmen den Schüssel. So, und machen einfach das alles, was übersteht, weg. Und ich finde es persönlich eigentlich ganz gut. Also ist jetzt nicht so eine krasse Kurve, aber es ist halt eine Abrundung. Hier hinten den Weg, den machen wir später, weil ich müsste den Weg nochmal dünner machen und sowas. Deshalb gehen wir jetzt zum nächsten Teil. Und zwar schauen wir uns jetzt die kleinen Minisäulen an. So. Gut, ich muss jetzt gucken, wo wir die ungefähr hinsetzen. Ich würde jetzt spontan hier sagen, dass wir hier einen hinsetzen. Und ich brauche tatsächlich, der graue Beton ist an sich auch nicht schlecht, aber ich brauche. Mal gucken, schwarz. Haben wir irgendwas Schwarzes hier? Schwarze Wolle. Nee, 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 keine Wolle, keine Wolle. Schwarzes Glas auch nicht. Schwarze Keramik nehmen wir mal als Test. Schwarzer Beton. Oder das hier. Ja, wir nehmen den schwarzen Beton. So. Als erstes muss ich. So, nee, das ist zu klein. Wir nehmen dann mal. Der ist eigentlich ganz gut. Wartet, eins. Das. Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich genau mittig treffe. Ist das mittig? Ja, komm, das passt ungefähr so. Gut. Dann nehmen wir nochmal das hier und machen das nochmal, kürzen das nochmal ein bisschen. Und so, genau, das ist unten das. Warum drücke ich die ganze ESC? Das ist ungefähr der Sockel oder ist der niedriger? Niedriger. Eins, zwei. Ja, okay, das ist gut, ja. So. Und jetzt brauche ich tatsächlich den einzelnen hier und muss jetzt hier vorsichtig entlang zeichnen. So. Genau, das ist ja überall dann die Mitte. Wie mache ich das denn? Ja, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich das so mache. So sieht das zumindest so teilweise so aus. Doch schon, geht eigentlich so. Das geht so fit. So, und wenn ich jetzt theoretisch das hier auswähle, dann passiert eigentlich genau dasselbe wie hier, deshalb lasse ich es einfach. So, ich nehme noch nicht das nach ganz, also dass es sich gleich nach ganz oben streckt, sondern mache im erst das so, weil gleich kommt nämlich noch was in dieses kleine Ding hinein. Warte, kann ich theoretisch einen Nachtsichtsrand nehmen und dann das Schwarz besser erkennen? Ich nehme mal nur den kurzen hier. Einen kurzen trinken. Nein, eigentlich bringt das gar nichts, aber ist egal. Milch. So, jetzt trinken wir nochmal einen kurzen Eimer. So, gut. Genau. So ungefähr passt es schon. Doch, jetzt suchen wir etwas Rotes. Roter Beton wäre natürlich echt cool. Da, roter Beton. So, geht das einen rein oder ist das. So. So, und jetzt kommt wieder die schwarze Schicht drauf. Doch, ich finde es eigentlich ganz gut. Wartet. Slash time. Time set day. So, eigentlich finde ich das ganz gut. So, aber wie hoch. Es darf halt nicht zwei Blöcke hoch sein. Ich wechsle, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich wechsle jetzt hier zu und setze das hier so hoch. Weil am Ende kommt noch etwas drauf, oben auf der Spitze. Weil ich muss auch am Ende noch ein bisschen spitzer zugehen.
Weil es ist halt schon massiv immer noch. Aber es geht ja in der Mitte ein bisschen höher. Gut, wir machen das jetzt so, Kinder. Ich zeige euch jetzt, wie ihr von Müll zu Müll weiterbaut. So, ja genau, die Perspektive ist sehr gut, weil mit Schwarz halt bauen ist halt echt anstrengend, weil man das kaum sieht. Ich habe es jetzt mal nicht gesehen, was ich da im Hintergrund aus Versehen gemacht habe. So, dann decken wir das hier einfach alles zu und bauen dann sozusagen hier dieses Kreuz dann hier hoch. Wobei das ist noch nicht niedrig genug. Noch ein bisschen, weil eigentlich geht das ab dem. Okay, komm, wir machen noch zwei. Noch einen hier und dann hier. So. So passt das tatsächlich auch ganz gut. So. Jetzt brauche ich wieder eine Perspektive, wo die Sonne drauf scheint. So. Und dann machen wir hier dieses Plus hin. Oh, ich liebe es, wenn es draußen regnet. Nur das Doofe ist, dass es mittlerweile jetzt momentan so ist, dass es draußen regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Das ist irgendwie ein bisschen cringe, aber. Ja, so. Das Problem ist halt immer noch, wir sind in Minecraft und können nichts Rundes bauen. Das ist so das, was für mich so am nervigsten ist nach Minecraft, aber das einzige Nervige. Das heißt, wir müssen eigentlich ein Auge zudrücken, dass das hier nicht zu 100% so aussieht, wie es halt im Original aussieht, weil das halt rund ist. Und ich habe auch keine Lust mehr, nur irgendeine Mod runterzuladen, womit die Sachen rund gemacht werden, weil dann geht irgendwie das Minecraft-Feeling auch kaputt. Das verstehen zumindest, glaube ich, manche. Ich weiß noch nicht mal, ob es sowas gibt. So. Yes. Jetzt brauchen wir weißen Beton. Trockenbeton, Beton. So. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr, genau. So, und jetzt setzen wir hier einfach eine von diesen, eine Schicht drauf. Und, warum bin ich so blöd? Von der Reichweite ist eigentlich total hoch mit diesen kleinen Blöcken. So, dann setzen wir noch so eine drauf. So. Aber es wäre ja nicht London, wenn noch unnötige Sachen noch dazukommen würden. Deshalb kommt oben noch. Ja, ich würde euch gerne sagen, was es ist, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, deshalb. Ja, das ist ein bisschen zu hoch, weil das darf halt nicht bis zu meinem Kopf gehen. Das ist schließlich nur ein Pöller. Zumindest sagt man das hier so, da wo ich bin, in NRW. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Ihr kennt ja, wie die ungefähr aussehen, so am Straßenrand oder so, oder in der Stadt. Die sind ja nicht so hoch. Aber wir haben halt nicht so eine Chance. Ich würde am liebsten noch kleinere Chisels nehmen, also noch kleinere nehmen, als die hier jetzt sind. So, jetzt geht's eigentlich. So, jetzt setze ich hier nochmal. Was wäre, wenn ich so mache? Ne, dann sieht es aus wie ein Leuchtturm. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. So, dann klicke ich mal irgendwas weg, was ich nicht brauche. Ja, ich brauche die Straße jetzt nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Korpus. Ich bin total professionell. Und dann gucken wir, wo der nächste hinkommt. So. Da sind Gullikanäle. Ja, okay, im Vergleich von dem Teil ungefähr hier oder halt hier. Gut, das nächste Teil ist. Wisst ihr was? Ich zähle einfach die Blöcke ab und mache die 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als ob das so, ob ich da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wartet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab ich, ja, genau. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glück. 1, 2, 4, 5, 6. Blub. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blub. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blöp. Ich guck mal, wie weit das eigentlich nach hinten geht. Und ja, okay. Also, wir müssen hier echt nicht. Wir können halt bis zum Ende der Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blöp. Und dann machen wir hier hinten halt noch einen.
So. Ich finde das eigentlich voll cool irgendwie. Also die ganzen Böller, nicht Böller. So, und jetzt brauche ich noch den Oberteil. Also das Oberteil von dem Teil. Ach komm, den Mount, den kann ich mir später noch holen. So. Ich bin professionell. So. Ich kann gut bauen. I can really dance. So, nein. Was willst das eigentlich? Warum habe ich das nicht mittig gebaut? Geh in die Hölle, Mirko aus der Vergangenheit. Ja. So, jetzt habe ich das eigentlich hier relativ einheitlich gebaut. Ja, jetzt habe ich zum Glück immer so gemacht. Das macht es mir einfach. Die Bauaufgabe ist jetzt relativ klein gewesen, aber es war wenigstens einer. Diese Pöller gibt es öfters in London. Das heißt, jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Fortschritt. Und ich finde die eigentlich gar nicht so, doch gar nicht so schlecht. Wir brauchen übrigens noch einen hier hinten. Das ist nämlich dann der letzte. Erstmal. Eigentlich steht er ja hier. Aber das Problem, also genau auf der Ecke. Aber das Problem ist, dann hängt er halb über dem Ding drüber. Hier. Der hängt halt immer ein da drüber. Deshalb lasse ich es lieber. Genau. Das ist dann alles jetzt erstmal. Ich gucke nochmal, ob wir noch irgendwas Kleines hier ändern. Ja, theoretisch schon, würde ich jetzt sagen. Können die das einfach nicht mal gut sein lassen? Silber. Stein, Stein. Ich brauche irgendwas Graues, Hellgrau oder sowas. Grau. I can really dance. Nein, vielleicht auch sowas hellgraue Keramik. Ja. Warum gibt es so viele hellgraue Beton? Sehr gut. So. Passt das? Und es passt. Das kann weg, das brauche ich nicht. Denn hier kommt noch natürlich Sonderwürstchen. Das Sonderwürstchen hat natürlich noch extra Zäunchen. Nein, was ist das? Was ist das? Zu klein. Zu groß. Zu klein. Perfekt. Und ja, ich weiß, dass. I can really dance. Nein, nein, ich kann nicht tanzen. Egal. So. Und perfekt, fertig. Und das Ding müssen wir jetzt einfach öfters hier irgendwo hin platzieren. So. Ah, perfekt, dass es sogar noch kopiert wird. Und davon müssen wir überhaupt nicht sparen, denn es gibt tonnenweise davon hier. Ups. Hallo, 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 hallo. Entspann dich mal hier. So. Ja, haut hin. He went. She went. Achso, jetzt stimmt ja, muss ich so machen. Oder soll ich lieber. Okay, ich guck nochmal. Wie viele gibt es denn da insgesamt in der Reihe? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist da der 6 ein bisschen schräger. Ey, wenn das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist der ein bisschen schräger. Verdammt, das ist voll geil, dass das sogar noch aufgeht. Aber kann man denn hier überhaupt durchgehen? Ohne dass mein automatisches Jump angeht? Ja, kann man. Aber jetzt, glaube ich, wird der Abstand tatsächlich ein bisschen. Ja, genau, jetzt wird der Abstand größer. Jetzt kommt 1, 2, 3, 4, 1. Eins, zwei, vier. So, jetzt machen wir mal ein bisschen einen größeren Abstand, denn hier kommt später so eine Sitzbank hin. Wir werden das auf jeden Fall wann anders weiter fortsetzen, denn hier kommen noch total viele Kleinigkeiten, wie Stühle, Bänke und alles hin. Das machen wir alles noch nachträglich. Aber das war es dann erstmal und das war heute unser Baufortschritt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten. Ist mir eigentlich egal. Und